Hey Leute, heute ist die zweite Folge von The Bad Batch erschienen, die ziemlich cool war. Wie schon letzten Dienstag zur ersten Folge werde ich euch heute in diesem Video ein spoilerfreies Review und danach ein sehr spoilerhaltiges Review geben. Und heute so gegen 17 Uhr wird es wieder einen Livestream als Nachbesprechung zu der Folge geben. Schaut da also hier auf jeden Fall nochmal vorbei. Fangen wir mal spoilerfrei an. Anstatt den 75 Minuten, die erste Folge ging, ist diese zweite Folge jetzt nur gut 30 Minuten lang. Dafür sind die Charaktere, die in der Serie mitspielen, mittlerweile etabliert und die Story kann weiter voranschreiten, was gut ist. Grafisch war die Folge vor allem in der neuen Location absolut wunderschön. Was mir damals an Star Wars Resistance immer sehr gut gefallen hatte, waren die unglaublichen Lichteffekte und davon scheinen sie einige mit in The Bad Batch übernommen zu haben. Musikalisch ist das Ganze für mich okay gewesen. Das Einzige, was mich ein wenig manches Mal rausgenommen hat, war die Tatsache, dass wir ein neues Musikstück hier in der Folge haben, was, glaube ich, das Omega-Thema sein soll. Für mich hat es aber unheimliche Ähnlichkeiten mit dem Hobbit- und Hobbing-Thema aus Der Herr der Ringe. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr das auch rausgehört habt oder nicht. Gleichzeitig haben wir in der Folge auch einige Easter Eggs und Anspielungen bekommen, die ich sehr schön fand, über die ich aber auch hier im spoilerfreien Teil nur sehr schwer reden kann. Deswegen wir jetzt gleich zum spoilerhaltigen Teil kommen werden. Und wie immer kann ich da euch aus Copyright-Gründen leider nur die Trailer im Hintergrund zeigen und sonst keine richtigen Aufnahmen der Folge. Aber lasst uns jetzt direkt zu den Spoilern kommen. Ihr seid gewarnt, die Spoiler fangen in 3, 2, 1 an. Die Folge startet im Prinzip genau da, wo sie aufgehört hat. Im Raumschiff des Bad Batches, das von Kamino geflohen ist. Und Hunter hat ja schon in der letzten Folge gesagt, dass sie doch noch einen Freund haben in J19, im Sektor J19. Da hatten einige Fans schon relativ richtig rausgefunden, was im Sektor J19 liegt, denn das Bad Batch reist dort nach Sulukumai. Und auf Sulukumai findet dann auch die komplette Folge statt. Und das meinte ich mit der Location, die diese unglaublichen Lichteffekte hat. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Omega steigt da aus und ist erstmal überrascht, was Dreck überhaupt ist, weil sie scheinbar noch nichts anderes kennengelernt hat als auf Kamino diese sterile Sauberkeit. Und das fand ich relativ interessant. Da kann man auf jeden Fall sehen, dass Omega wirklich bisher immer nur auf Kamino war. Und warum ist das Bad Batch dort auf Sulukumai? Weil sie Cut wiedersehen wollen, den Klon-Deserteur, den wir schon in Star Wars The Clone Wars kennengelernt haben. Und von ihm wollen sie Tipps haben, wie sie untertauchen und eben als Deserteure überleben können. Interessant ist hier, dass sie Cut natürlich treffen, auch dessen Frau und dessen beiden Kinder, dass Cut aber auch sagt, dass sie nicht die ersten Klone sind, die da durchgekommen sind. Es sind schon einige andere Klone da durchgekommen, was heißt, dass einige andere Klone anscheinend auch desertiert haben, und einer von diesen Klonen war Rex. Der war wohl nur wenige Tage vor dem Bad Batch dort und wir haben ja schon in einem Trailer gesehen zu The Bad Batch, dass Rex in der Serie auch auftaucht. Das heißt, von Cut haben sie also den ersten Hinweis auf Rex bekommen, dass er auch von den Inhibitor-Chips nicht mehr beeinflusst wird. Und hier erfährt das Bad Batch auch, dass es eben die Inhibitor-Chips sind, die die Klone so programmiert haben. Cut und das Bad Batch tauschen sich ein wenig aus und das Bad Batch erfährt, dass es auf Sulukumai auch immer enger und enger wird, dass immer mehr Truppen des Imperiums auftauchen und sie die Schlinge um den Planeten immer weiter zuziehen. Das Imperium beschlagnahmt Schiffe überall auf dem Planeten und was das Bad Batch auch relativ schnell lernt ist, dass das Imperium versucht, alle Bürger zu katalogisieren. Das heißt, jeder Bürger muss eine eigene Identifikationsnummer bekommen und nur mit dieser Identifikationsnummer kann man von dem Planeten fliegen. Und nur mit dieser Nummer kann man auch die alten republikanischen Credits in neue Imperiale umwandeln. Was natürlich ein großes Problem für Cut ist, da er ja schon in der Republik desertierte und dadurch jetzt natürlich relativ schwer vom Planeten wegkommen kann. Also beschließt das Bad Batch, Cut und dessen Familie zu helfen. Während Hunter mit Cut also in der Stadt bei Sulukumai war, um das herauszufinden, ist Omega zurück im Haus bei Cut, spielt da mit den anderen beiden Kindern, der Ball, mit dem die spielen, fliegt außerhalb des Zaunes und Omega versucht rauszugehen, wird dann aber von einem wilden Tier angegriffen. Und das ist nichts anderes als ein Nexu. Das ist das mehr oder minder süße Katzentier, was in Episode 2 auf Geonosis Padme angreift. Finde ich ganz cool, dass das hier nochmal mit aufgetaucht ist. Hunter merkt dadurch aber auch, dass Omega sich ziemlich schnell in Gefahr bringen kann und entwickelt den Plan, Omega quasi bei Cut zu lassen, weil er merkt, dass Cut ein Vater ist, der seine Sache auch relativ gut macht. Um Omega also zu beschützen, soll sie bei Cut bleiben, was Omega erstmal nicht weiß.
Um Kat vom Planeten zu kriegen, entwickelt das Bad Batch, bzw. er entwickelt Tech, den Plan, das eigene Shuttle beschlagnahmen zu lassen, um so hinter die feindlichen Linien zu kommen. Ohne die Zustimmung Hunters führt er den Auftrag auch aus und lässt das Shuttle dann direkt beschlagnahmen, wodurch dann Riker und Tech im Shuttle sind. Aber was sie nicht wussten, leider auch Omega. Dadurch landen die drei hinter feindlichen Linien, während der Rest der Truppe und eben auch Kat und seine Familie zum Raumhaufen gehen, um dort ihre Identifikationschips zu bekommen. Denn der Plan von Tech ist es, hinter den feindlichen Linien in das Lager und auch in das Zentrum des Imperiums zu kommen, um dort eigene Identifikationskarten zu fälschen, die Kat und dessen Familie dann vom Planeten kriegen können. Dadurch, dass Omega natürlich jetzt mit an Bord ist, ist das ein bisschen schwieriger, aber Omega hilft denen da sogar ein wenig und dadurch schaffen die das sogar, diese Identifikationschips zu Kat zu bekommen. Allerdings nicht ohne ein Feuergefecht, bei dem dann Klone gegen Klone kämpfen, also das Bad Batch gegen andere Klone, was schon ein bisschen traurig ist. Trotzdem geht es hinterher gut aus. Kat und dessen Familie kann auf einen Raumkreuzer und vom Planeten fliehen, ohne von den Klonen gefangen genommen zu werden, und das Bad Batch schafft es, im Shuttle zu fliehen. Omega soll ja eigentlich hier mit Kat gehen, es wird Omega auch gesagt. Sie macht es allerdings nicht und kämpft sich hinterher sogar noch den Weg zum Bad Batch und zum Shuttle mit zurück. Und dann endet diese Folge quasi genauso wie auch die letzte Folge geendet hat, indem die Klone des Bad Batches mit Omega auf dem Shuttle sind und weiterfliegen. Interessant ist hierbei, dass hier jetzt gar nicht gesagt, wohin die fliegen, aber ich vermute mal, dadurch, dass sie jetzt natürlich wissen, dass andere Klone auch bei Kat waren und andere Klone auch die Order 66 nicht ausgeführt haben, dass die nächsten Folgen in diese Richtung gehen werden. Ob sie jetzt direkt Richtung Rex oder Richtung andere Klone gehen, das bleibt noch offen. In dieser Folge haben die Charaktere also ein wenig mehr über sich gelernt und eben diese Informationen bekommen, dass andere Klone die Order 66 auch nicht ausgeführt haben. Was natürlich die Handlung ein wenig weiterbringt, wenn auch nicht allzu viel. Eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, die mir aufgefallen ist, in dem Raumhafen auf Sulukamai gibt es ein Hologramm eines imperialen Offiziers, der darauf hinweist, dass halt jeder jetzt so einen Identifikationschip mit einer eigenen Identifikationsnummer braucht. Und bei mir kam es zumindest so rüber, als ob bei diesem imperialen Offizier ein anderer Artstyle genutzt wurde als beim Rest der Serie. Die Serie sieht von der Art und Weise schon noch sehr nach The Clone Wars aus, wie die gemacht wird. Dieser Imperialoffizier sah mir aber eher wie ein Charakter aus Star Wars Rebels aus. Und ich glaube, das ist absichtlich gemacht so, damit langsam hier die beiden Serien aufeinander hinarbeiten, da The Bad Batch ja auch zwischen The Clone Wars und Rebels spielt. Und zwei weitere Sachen noch, die ich an der Folge auch noch sehr interessant fand. Zum einen ist, dass hier Kat wieder aufgetaucht ist. Es hätte einfach irgendjemand sein können, dieser Freund des Bad Batches, der denen dann da weiterhilft. Aber nein, es ist jemand aus The Clone Wars. Und dazu noch im Prinzip ein relativ kleiner Nebencharakter, der mal in ein, zwei Folgen aufgetaucht ist. Und das war's. Klar, es passt super, super gut zur Story der Folge und der Serie. Aber wie gesagt, die hätten auch einfach irgendwen anders nehmen können. Das ist schön, dass da Kat genommen wurde. Und das andere, was ich noch sehr interessant finde, ist, dass eben doch nicht jeder Klon durch die Inhibitor-Chips die Order 66 ausführte. Warum das dann nicht jeder Klon machte, ist fraglich. Bei Rex liegt es ja im Prinzip daran, dass Ahsoka eben den Inhibitor-Chip so rausgeschnitten hat. Sonst hätte er das ja wahrscheinlich auch durchgeführt. Aber in Legends gab es ja noch nicht so wirklich Inhibitor-Chips. Da haben wir zum Beispiel in den Republic-Kommando-Büchern durchaus sehr viele Klone. Also nicht nur 0,001% der Klone, sondern durchaus mehrere Prozent der Klone kennengelernt, die Order 66 nicht ausführen konnten oder wollten. Weil sie eben daran glaubten, dass die Jedi nicht wirklich die Republik hintergangen hätten. Und da entstand sowieso so eine Bewegung, die von Klonen und auch Mandalorianern ausgegangen ist, um die Klone aus dieser mehr oder minder Sklaverei der Republik rauszuholen. Das wäre interessant, ob wir sowas vielleicht jetzt hier in The Bad Batch und damit im Kanon auch zu sehen bekommen könnten. Insgesamt muss ich sagen, dass mir die Folge ganz gut gefallen hat. War jetzt nichts wirklich Weltbewegendes da drin, aber wir haben neue Infos über die Klone und eben über Rex bekommen. Wir hatten ein paar Easter Eggs von Nexu und anderen Wesen, sowohl Spezies wie auch Tieren. Und die Action, die wir gesehen haben, war eigentlich auch ganz gut. Aber was sagt ihr? Wie hat euch diese Folge gefallen? Haut es unten in die Kommentare. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen zu der Folge habt, schreibt sie auch gerne unten in die Kommentare. Ich würde ganz gerne Sonntag ein Video zu The Bad Batch machen, vielleicht auch zu den ersten beiden Folgen. Ich habe da einige Ideen, was man machen könnte im Kopf, die mir so im Kopf rumschwirren. Aber welche davon ich jetzt umsetze, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das hängt dann auch davon ab, was ihr so schreibt, was ihr sehen wollen würdet. Und damit kann ich euch nur noch auf den Livestream heute um 17 Uhr hinweisen. Kommt auf jeden Fall vorbei, ich bin mit dabei.
Aber dieses Mal auch wieder wie letzten Dienstag natürlich Star Wars Facts und Lukas und Jan des Star Wars Brickfilm Universes. Da könnt ihr also auf jeden Fall drauf gespannt sein. Hier findet ihr jetzt noch das Review-Video der ersten Folge von Dienstag, hier den Livestream von Dienstag, den wir da gemacht hatten, und hier noch ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein!